wollte ich mal eigentlich ein paar Leute einfach fragen, warum die heute eigentlich hier sind. Warum? Vielleicht die Dame, die gleich hier steht. Wollen Sie vielleicht mal was sagen? Nee. Also, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, aber ich möchte eigentlich schon gerne was sagen. So, okay. Danke, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin die Michaela. Ich habe ein kleines Kunsthandwerkergeschäft in Reicherei und habe im Juli erst eröffnet. Wir kriegen überhaupt gar keine Hilfe nicht, das ist aber jetzt egal, ich möchte euch Leute bloß einfach sagen, die Fußgängerzonen sind so leer, dass ihr jeden Abend warnen könnt, weil keine Menschen mehr auf der Straße sind. Wir haben nur eine Ausgangsbeschränkung. Ihr dürft rausgehen, ihr dürft einkaufen gehen, alle Läden haben geöffnet. Und bitte Leute, kommt, dass wir wenigstens nicht allein im Geschäft drin sitzen und wenigstens draußen auf der Straße ein paar Leute sehen. Es gibt ganz viele, die haben nicht nur die Lebensmittelgeschäfte, nee, es geht um die Kleidungsgeschäfte. Meine Nachbarn sagen zu mir, sie wissen nicht, ob sie nächste Woche noch aufmachen, weil ja der Chef sagt, die Umsätze sind so gering. Es ist einfach nur traurig und irgendwann haben wir überhaupt keine Geschäfte mehr. Leute, geht's aus, wir haben nur eine Ausgangsbeschränkung. Einkaufen ist erlaubt, auch wenn ihr euch eine Hosen kauft. Vielen Dank. Ja, da hat die Dame aber vollkommen recht. Die Fußgängerzonen sind leer. Ich arbeite selber in der Fußgängerzone und also seitdem jetzt der letzte Lockdown sozusagen wieder war, man sieht kaum mehr Menschen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wir sollten eine Gemeinschaft sein. Wir sollten uns nicht so sehr beeinflussen lassen, dass wir uns wirklich nicht mehr zu unseren Nächsten trauen.